Tim, das mit dem Präteritum habe ich noch nicht ganz verstanden. Wann verwende ich nun das Präteritum und was verändert sich an dem Verb? Das ist gar nicht so schwer, wie es scheint, Milor. Das Präteritum drückt etwas Vergangenes aus. Man verwendet es in der Schriftsprache. Es gibt starke und schwache Verben. Die schwachen Verben verändern sich immer nach dem gleichen Muster. Sie werden gebildet aus Wortstamm plus T plus Personalendung. Aha, können wir das nochmal üben? Ich glaube, ich bin noch nicht ganz sicher. Aber klar doch, das lernst du schnell.